Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Stopp die Läufer auf! Sie sind verrückt geworden! Doch getroffen! Oh Gott, penne ich oder so? Warum hab ich jetzt Schaden genommen? Oh Gott. Schloss Auge, Schloss Auge! Okay, er schießt mit irgendwas. Ich muss mich öfter heilen. Krieger, macht euch bereit! Wir bekämpfen einen Fluch, einen Dämon. Urmutter, gib uns Kraft! Kann ich nochmal hoch? Ist soweit. Ich muss auf Position. Da kommt er. Angriff! Schaut die Läufer auf! Sie sind verrückt geworden! Okay, weil ich hier Schwachstellen sind. War da oben. Bye, 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 bye. Da komme ich nicht lang. Ich dachte, vielleicht sollte ich mich erstmal um das Kleinvieh kümmern. Krieger, macht euch bereit! Ich habe ja auch noch den Schockdraht, ne? Ich muss auf Position. Dann kommt er. Und wir haben noch Feuerpfeile. Stopp die Läufer auf! Sie sind verrückt geworden! Ulla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 l
Nein, 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 nein. Heilen. Oh Gott. Verflucht noch eins. Okay, der Versuch war gar nicht so schlecht. Krieger, macht euch bereit! Wir bekämpfen einen Fluch! Einen Dämon! Es ist soweit. Ich muss auf Position. Da kommt er! Auf die Läufer auf! Sie sind verrückt geworden! Der Fernseher macht gerade Fernsehdinge. So, weitermachen. Weg, 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 weg! Die Munition ist leer. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, wenn man da die... Macht euch bereit! Wir bekämpfen einen Fluch! Einen Dämon! Es ist bereit. Ich muss auf Position. Da kommt er! Angriff! Passt auf die Läufer auf! Sie sind verrückt geworden! Ich wollte mich gerade heilen, ey. Krieger, macht euch bereit! Wir bekämpfen einen Fluch, einen Dämon! Es ist soweit. Ich muss auf Position. Ja. Oh.
Okay, aber seine Schwachstellen markieren und dann gib ihm. Stopp, 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 stopp. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Ich hätte gerne das MG von dem Eumel. Gott, kann sogar was werden. Heilen, 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 heilen. Oh, wo ist der? Erledigt! Holy moly! Wie kann eine Maschine wie diese all diese Läufer kontrollieren? Ich muss herausfinden, wie diese Maschine von den Läufern Besitz ergreifen konnte. Vielleicht kann mein Fokus mir zeigen, wie diese Maschine die anderen unter ihre Kontrolle gebracht hat. Wie machst du das? Zeig's mir. Sie haben dir gehorcht. Wie? Das. Damit machst du das. Es verbindet sich mit dem Fokus. Kann ich das verwenden? Probieren wir es aus. Bloß ein paar Drahtschlingen. Das sollte halten. Ich muss es nur noch testen. Aloy, wie hast du das gemacht? Tab, was machst du denn hier? Du bist ein Näher, kein Krieger. Ich verteidige hier Mutters Wacht. Aber mit so etwas hätte ich niemals gerechnet. Du tötest den Dämon und weidest ihn komplett aus. Die Kontrolle über die Maschinen. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Ich will es an einer Maschine testen. Es sind viele Läufer auf dem Weg zu den Toren des Beckens, glaube ich. Ganz genau. Und zu den Toren wollte ich ja ohnehin. Ich muss mit Wahl sprechen. Ich wusste, dass du anders bist, Aloy, aber... Aber was? Ich glaube, du bist ein Segen der Urmutter. Egal, was Rash sagt. Danke, Tab. Aber ich muss jetzt los. Das musst du.
Ich denke an dich. Krieger, das Tor muss sofort repariert werden. Und wenn ihr es zusammenflicken müsst, macht hin! PSI verfügbar? Mehr kann ich nicht tragen. Mit der Scherbenfähigkeit kannst du Ressourcen und Modifikationen in 50% wissen, wann man das mal braucht. Feuerfall. Ich mache erstmal nur 10 Stück. Noch mal handeln gehen. Können wir, ist hier ein Händler irgendwo? Altes Waffenlager. Okay, Händler wird mir hier nicht angezeigt. Schade eigentlich um das ganze Loot. Ich muss eine Maschine finden und dieses Gerät ausprobieren. Hier war ein Händler. Ich war, Waffen war ich am Überlegen. Ich hätte gerne die Kaya-Schleuder. Mal hier drüben hin. Kann ich verkaufen? Kann ich hier das eine oder andere Objekt noch mitnehmen? Oder auch nicht? Ich habe schon zu viel dabei. Immer noch nur. Aber wie lange noch? Okay. Überbrücke einen Läufer. Jetzt verlassen wir einmal Mutter Erd. Rom! Hier ist Olara, deine Schwester! Oh, es schüttet wie aus Eimern. Was sagst du was? Bei dem Wetter? Ich hoffe ja nicht. Komme ich denn da hoch zu dir? Von dir aus? Lol, was ist das denn?
Howdy. Brauchst du Hilfe? Du hast die Erprobung überlebt. Ja, ich brauche Hilfe. Vor 10 Jahren wurde mein Bruder verstoßen. Seine Strafe ist vorbei, doch er kam nicht zurück. Sein Lager war leer und voller Blut. Das tut mir leid. Du sagtest, das Lager deines Bruders war voller Blut? Die Krieger wollten ihn suchen und fanden es so vor. Ich frage mich, was passiert sein könnte. Ist er wirklich tot? Oder doch nur verwundet? Hat er Schmerzen? Braucht er Hilfe? Diese Ungewissheit ist unerträglich. Warum bist du alleine? Weil sie ihren Bruder sucht. Warum wurde dein Bruder verstoßen? Brom war immer ein bisschen anders. Ein bisschen wirr. Einer der Jäger war gemein und ließ ihn nie in Ruhe. Ich war nur eine Stunde weg. Der Jäger stellte ihm nach, doch diesmal schlug Brom mit einem Stein zurück und brach ihm den Schädel. Geister hätten es ihm befohlen, sagte er. Die Stimmen der Vergessenen. Es kostete ihn 10 Jahre. Hätte ich ihn nun nie allein gelassen. Gut, dass ich den Stein damals nicht gegen seinen Kopf geworfen habe. Ich werde versuchen, deinen Bruder zu finden. Wirklich? Dann lass mich mitkommen. Ich bin keine Last. Ich weiß, wie man unbemerkt bleibt. Ich bin allein schneller. Wenn es so sein muss, finde ihn einfach. Bitte. Offene Quest? Eine alte Rüstung liegt in einer Ruine der Alten, gut zu sehen, aber außer Reichweite. Ah, abgeschlossen. Okay, okay. Was denn, der sein Lager? Stufe 4 müsste machbar sein. Oh, da brauchen wir Stufe 12 4. Schleuder, Stufe 18. Oh Gott. Das war blöd. Sind wir denn? Wir sind erst Stufe 7. Loot. Wir brauchen Loot. Sollte leise sein. Vorne vom Lager. Das muss Broms Lager sein. Ich sollte diese Wächter ausschalten. Ja. Der kommt zu mir, das ist praktisch.
Ich seh nix. Aber noch einer, ne? Blut, doch keine Leiche. Dahinter muss noch mehr stecken. Ach, bist ein Truthahn. Okay. Einige Blutstropfen scheinen vom Lager wegzuführen. Nur wohin? Ah, hier lang. Okay. Wem gehört dieses Messer? Hat jemand Brom damit angegriffen? Und nicht stecken lassen? Scheint noch mehr Blut zu sein und es führt von hier weg. Nicht wohl, dass das Spiel, glaube ich, nur ein Blue Flag, eine Altersaufgabe, Altersfreigabe ab 12 hat. Hat jemand das Blut ins Lager gebracht? Die Blutspur endet hier, aber der, von dem sie stammt, muss auch Spuren hinterlassen haben. Ja, hier unten geht's weiter lang. Schockbombe, Eisbombe. Ha. Ach so, wegen der Schleuder. Für die Schleuder, die schießt Bomben. Ich fehle auch die deutsche Sprachausgabe. Normalerweise ist die deutsche Sprachausgabe ja immer ein bisschen kinky. Perfekt. Der kommt hier rüber. Das war wirklich knapp. Au! Wirklich Ja, komm.
Fuck. Okay, Dreieck drücken, um ihn zu überbrücken. Die Spur endet hier. Aber der, von dem sie stammt, muss auch Spuren hinterlassen. Nein, die endet nicht. Ich führe doch hier unten weiter. Wie kann man da am geschicktesten vorgehen? Wieder angelaufen jetzt? Kommst du zu mir? Kann ich mir Anweisungen geben? Läuft. Nicht schlecht, nicht schlecht. Jetzt weiß ich nicht mehr, von wo wir gekommen sind. Drüben geht's weiter. Das Blut im Lager wohl von diesem Eber stammt? Von dem hier? Falls Brom das war, warum soll sein Volk glauben, er sei tot? Und wozu den Schrein schänden? Du stellst die richtigen Fragen. Was haben diese Plünderer denn da? Was hätte denn Scanner oder sowas?
Plünderer. Ich glaube, ich kann mich nicht an ihn herannähern, ohne unentdeckt zu bleiben. Sobald er scannt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird zu schwer. Okay, was haben wir denn hier? War wohl mal ein Wächter. Wem auch immer ich folge, er hat ihn erledigt. Wenn es Brom ist, ist er sehr geschickt mit dem Speer. Sollte er sich so weit wegschleichen? Hoch. Jemand hat diese Vorräte geplündert. Brom war sehr lange ausgestoßen. Wozu jetzt Nahrung und Ausrüstung stehlen? Was hast du vor? Nein, das war... Ich merke jetzt in dem Moment, als ich absprang. Das sind die Vorräte aus dem Lager. Wozu sie erst stehlen und dann wegwerfen? Das macht keinen Sinn, es sei denn, es ist überstürzt aufgebrochen. Ein weiterer Tag ist vorbei. Ich schwör's! Ich bring mich um! Ich bring mich um, bevor ich ihr wehtue! Du bringst dich um, bevor du ihr wehtust? Ich hör dir nicht zu! Du musst erst schwören! Ich schwör, dass ich hier nicht hochkomme. Meine Schwester! Meine Schwester! Ich muss sie beschützen! Vor wem willst du deine Schwester beschützen? Ich schwör's! Ich bring mich um! Ich bring mich um, bevor ich ihr wehtue! Du bist kein Geist! Was willst du? Dass du von der Kante zurücktrittst, Brom. Nein! Lass mich in Ruhe! Siehst du nicht, dass ich nachdenken muss? Ich... Wie soll ich denn nachdenken, wenn alle mich anschreien? Was haben wir denn geraucht? Wir versuchen es mal liebevoll. Bei so vielen Stimmen muss dir bestimmt der Kopf wehtun.
Keine Angst, meine Stimme ist sanft und tröstend. Eine sanfte Stimme, wie Olaras. Das ist so lange her. Jahre. Ja. Ja, ich höre zu. Viel besser. Jetzt erzähl mal, was bedrückt dich? Die Geister der Vergessenen. Von der Urmutter verfluchte Seelen. Ihre Stimmen lassen mich nicht in Ruhe. Sie wollen, dass ich Dinge tue. Menschen wehtue. Wenn ich zu den Nora zurückgehe, muss ich vielleicht sogar Olara wehtun. Eher bringe ich mich um, als das zuzulassen. Musst du denn auf die Geister hören, Brom? Sie sprechen jetzt gerade mit mir. Sie sind immer da. Kümmern sich um mich. Leisten mir Gesellschaft. Helfen mir. Außer wenn sie schreien. So wie als dieser Jäger mich niederschlug. Schlag ihm den Schädel ein, sagten sie. Das tat ich. Brom, du lebst. Urmutter sei Dank. Verzeih, dass ich dir folgte. Ich musste selbst sehen, dass er okay ist. Oh nein. Nein, 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 nein. Nein. Bitte, Schwester. Ich kann dich nicht schützen. Ich brauche keinen Schutz vor dir, Brom. Ich wollte gerade fragen, wie bist du denn hierher gekommen? Wie willst du das wissen? Die Stimmen, die er hört, wollen Blut, sogar deins. Aber er würde doch seiner Schwester nichts tun. Ich kümmere mich um ihn, seit ich 6 war. Ich will dir nicht wehtun. Aber die Vergessenen, ihre Stimmen. Mein Kopf ist voll von ihrem Geschrei. Er braucht dich. Für die Rückkehr zu den Nora ist Brom noch nicht bereit. Aber er wird dir nichts tun, Olara. Ich weiß, wo ich bleiben kann. Eine Höhle im Berg der Urmutter. Dort könntest du mich besuchen, solange ich stark bin. Das bleibst du, Brom. Ich helfe dir. Danke, Aloy. Ich kümmere mich jetzt um Brom. Mögest du ungehindert von den Vergessenen ins ewige Gedächtnis der Urmutter eingehen. Das war nicht so schön. Stufe 8. Okay, wir haben Fähigkeitspunkte. Bewege ich Rüstung und Bauteile ab. Wir haben 6 Punkte. Erhält Ressourcen. Oh lol, das finde ich... sinnvoll. Sammel im Reiten. Wir kriegen Reittier irgendwann. Natürlich. Ich glaube, das hätte ich gerne. Und den hätte ich gerne. Ich glaube, wir haben auch noch Schatzkisten ungeöffnet. Jawohl, ja. Was herstellen? Wir können dich verbessern. Haben wir hier Dinge zum... Warum nicht? Okay, wir keine weitere Modifikation. Größere dein Waffenbeutel. Oh.
brauchen Fleisch. Dinge zu verbessern. Munition herstellen. Fuchsknochen. Okay, vielleicht als nächstes sollten wir mal ein paar Tiere jagen. Quest aktivieren, das sollte man vielleicht noch nicht machen. Interessant, interessant. Vierer Eisenpflegemaschinen mit Eisenbomben ein. Okay, hier ist ein guter Zeitpunkt. Überbrückungsgerät testen. Ich muss leise sein. Nach allem, was ich durchgemacht habe, soll mich keine panische Herde überrennen. Schön leise. Okay, dann mal los! Komm jetzt, mach schon! Es hat geklappt! Er ist nicht feindselig. Er wirkt fast zahm. Ich glaube, ich könnte ihn reiten. Lol! Also, braver Junge. Das ist schon besser. Ja! 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 Lauf! Gestrüher oder Ruf? Können wir auch angreifen? Au. Immer so geht's natürlich auch. Dann looten wir hier einmal. Viele von denen. Dieser Läufer ist schnell. Die Bestie läuft. Ich sollte noch andere Maschinenarten überbrücken. Man kann vermutlich nicht alle reiten, aber vielleicht finde ich eine Verwendung für sie. Geräusche. Direkt vor den Toren. Seid vorsichtig! Die Tore scheinen zerstört zu sein. Näher ran! Näher! Wahl, nicht wahr? Habe ich geträumt? Oder bist du auf diesem Läufer durch das Tor geritten? Bin ich. Ist schwer zu erklären. Dachte ich mir.
Es sind seltsame Zeiten für uns Überlebende. Ich kenne dich, natürlich. Aloy, die Gewinnerin der Erprobung. Schön zu sehen, dass du überlebt hast. Erzmutter Tirsa sagt, du kennst den Weg nach Meridian. Die Hauptstadt des Kaja-Sonnenreichs? Du suchst Zuflucht? Nein, ein Verräter namens Olin. Die Mütter machten mich zur Sucherin, damit ich ihn finde. Du solltest nach Norden gehen, nach Mutterkrone. Falls du schaffst, sprich mit Maria, sie zeigt dir den Weg. Falls ich schaffe? Der Weg ist gefährlich. Seit dem Massaker am Kriegstrupp sind unsere Lande unbewacht, die Grenzen ungeschützt. Wir haben keinen Kriegsherrn, der uns führt. Macht das nicht Rash? Nur weil Sona verschwunden ist. Ich würde sie selbst suchen, aber sie befahl mir, dieses Tor mit meinem Leben zu beschützen. Und das tue ich. Erzähl mir etwas über die Gefahren jenseits des Beckens. Du sagtest, auf dem Weg lauern Gefahren. Was für Gefahren? Zu viele, um sie zu nennen. Die Mörder sind noch da draußen und irgendwie haben sie die Maschinen beeinflusst, Chaos zu verbreiten. Ja, ich hab's selbst gesehen. Und Banditen. Sie schleichen sich über die Grenze und überfallen uns. Es heißt, sie haben ein Lager in den Ruinen am Fluss. Ich sollte wohl noch mehr Pfeile machen. Massaker am Kriegstrupp. Es gab ein Massaker am Kriegstrupp. Wie? Als wir vom Angriff auf die Erprobung hörten, stellte Kriegsherrin Sona einen Kriegstrupp zusammen. Aber der Wunsch nach Vergeltung ließ manche Krieger kopflos losstürmen. Direkt in einen Hinterhalt. Ein Haufen verrückter Maschinen, voller Verderbnis, überfielen die Krieger und töteten sie. Die Kriegsherrin schlug sich schließlich zurück und zerstörte die Maschinen. Doch da waren die Mörder schon weg. Und unsere Verluste extrem. Die Kriegsherrin? Kriegsherrin Sona wird vermisst? Selbst als der Kriegstrupp ermordet wurde, hat sie nicht aufgegeben. Sie hat nach Freiwilligen gesucht und die Mörder verfolgt. Hast du dich nicht gemeldet? Doch, natürlich. Aber Sona wies mich zurück. Sie befahl mir, nach den Verwundeten im Becken zu sehen. Und dieses Tor, das Becken, mit meinem Leben zu beschützen. Das war vor Tagen und seitdem habe ich nichts von ihr gehört. Es weiß also niemand, ob sie noch am Leben ist. Wenn jemand da draußen überleben kann, dann sie. Ihr Können ist legendär. Eine unbeugsame Kraft, an der wir uns messen müssen. Sie scheint die Latte hochzuhängen. Verlass dich drauf. Sie ist meine Mutter. Danke für die Auskunft, mein Lieber. Ich sollte jetzt gehen. Aloy, bevor du nach Mutterkrone und darüber hinausreist, könntest du vielleicht zuerst nach Sona suchen? Der Stamm braucht ihre Führung. Ich würde sie selbst suchen, aber sie befahl mir, dieses Tor um jeden Preis zu schützen. Wo war sie zuletzt? Am Ort des Kriegstruppmassakers. Eine waldige Niederung gegenüber von Teufelsdurst auf dieser Flussseite. Dort kannst du vermutlich ihre Spur aufnehmen. Sie suchte die Mörder, die die Erprobung angegriffen hatten und jene töteten, die wir liebten und die dich töten wollten. Ich verstehe, Val. Ich tue, was ich kann. Da steht er ja noch. Von dem Feuer? Die Göttin schütze dich. Ich auch. Okay, bevor wir mit Maria reden. Maria. Mach mal hier einen Cut.